Also, ich bin zum Hahnemann gegangen und ich habe fast in die Hosen gemacht schon vorher, vor dem War das Gespräch. so eine Autorität, der Ja, Hahnemann? na, er war eigentlich ein rechter lustiger Mensch und man konnte mit ihm reden, aber trotzdem, ich meine, für mich war das völliges Neuland, zu verhandeln mit dem obersten Chef vom BMW über Motore, wobei ich wusste, für den ist das Pipifax. Da hat es andere Sachen gegeben damals. Da war also gerade BMW so gerade nach der Kippe. Also die haben aufgehört mit der Formel 2, weil sie 50 Millionen sparen mussten, ne? Formel Glaube 2 aufgehört und ja, also ich bin dort gesessen beim Hahnemann und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe meinen Standpunkt nicht schlecht vorgebracht, glaube ich. Und der hat gesagt, der Hahnemann, er war ja Schwab, gewäscht, da weißt du, die drei Motore, die kriegst. Ja, also ich habe dort keinen Luftsprung gemacht, aber Herz Innerlich hat so schon, geklopft. Also ich habe die drei Motore bekommen. Für wie viel Geld, wissen Sie es noch, oder was Dafür das? kostenlos haben wir die Ach so, gekriegt. haben Sie die bekommen. Ja. Aber Service musste man selber machen. Und das hat der Roche schwarz gemacht. Und das zeigt den tollen Geist eigentlich von BMW oder überhaupt von Motorsportabteilung Ja. damals. Na, Das die ist Motore ja. haben wir. Und der Roche hat eine Garage angemietet und dort haben wir die Motore gemacht und das Auto überholt. Und Und zwar nach das war Feierabend. dieses berühmte Underground-Team Ja. in der Formel 2. Und wir haben viel gewonnen in dem Jahr. Und da sind die Mechaniker von BMW, also aus dem alten Formel 2-Team, unter Ja, Paul aus dem Roche als alten Formel Motorenmann. 2-Team war der Gruber, dann wie hat der geheißen noch? Also auf jeden Fall haben wir zwei Leute vom BMW noch Ja, also gehabt, die der haben tagsüber Roche. gearbeitet bei BMW und nach Feierabend haben sie in der Nach Werkstatt Feierabend an haben ihrem die Auto geschraubt an geschraubt, meinem ne? Auto. Ja. Und wenn wir, und das ist heute noch mir so in Erinnerung, als wäre es gestern, wir sind nach Albi zum Rennen runtergefahren. Klar, immer zu viert in einem im Roche sein Wagen. Spesen, ja, hat es keine gegeben. Wir haben den Eifelland als Sponsor gehabt, den Henner Rizzi. Wohnwagenbauer, Ja, ne? das ist aber gerade so immer ausgegangen. Das waren ja Beträge damals. Das glaubt man ja gar nicht, dass man das überhaupt machen hat können. Ich glaube, wir haben damals von dem Eifelland 150.000 Schilling gekriegt. Das war Wahnsinn. Also auf jeden Fall, wir sind nach Albi gefahren. Ich war Trainingsschnellster und Zweiter war der Fittipaldi. Und ich habe den schon geführt, ungefähr, ja, ich glaube, 8 Sekunden oder 9 Sekunden vor dem Fittipaldi. Und war eigentlich, ja, klar, oder mir war klar, das Rennen gehört uns, das kann nichts mehr passieren. Und geht die Zündspule kaputt, 4 Runden vor Schluss. Ja. Schwere Und das Scheiße. hat uns den zweiten Platz oder vielleicht sogar den Sieg in der Europameisterschaft gekostet. Ich bin dann Dritter geworden in dem Jahr in der Europameisterschaft, habe Monza noch gewonnen. Ja, es war also ein höchst erfolgreiches Jahr. Vorher war noch dieses Abschiedsrennen 70 in Neubiberg, wo wir alle gefahren sind mit der schwarzen Armbinde. Das letzte Rennen von Das, BMW war das offizielle BMW-Rennen. ja. Das war auch ein glückliches Rennen für mich. Und zwar, ich war der Meinung, es ist schon die letzte Runde. BMW hat mir angezeigt, auf der Tafel one lap to go, also eine Runde noch. Und für mich war also die nächste Runde die letzte. Und das war aber nicht die letzte. Und ich habe Gas weggenommen und der Westbury zischt bei mir vorbei, volle Kanne. Ich denke mir, hallo, was ist jetzt los? Und der Ahrens dann noch und ich weiß nicht, wer noch, der Basche oder wer. Also auf jeden Fall, ich habe das Rennen vermasselt, weil ich geglaubt habe, es ist schon Schluss und bin eine Runde zu wenig gefahren. Ja. Hätte es mit 4 Sekunden oder 5 Sekunden Abstand gewonnen. Ja, das war also so die Formel 2-Ära.
Eine tolle Zeit und eine tolle, Ja, tolle das Lehrzeit. Hockenheimrennen ist natürlich das letzte für BMW gewesen, nicht? Dass ich gewonnen habe für BMW in Hockenheim. Ja, das war 70. Das, genau, wo Sie Clay Regazzoni ja. geschlagen haben. Und Dritter war der Ronnie Peterson. Zwei Formel-1-Fahrer. Nun kann man aber auch nicht sagen, dass dieses Underground-Team so außerhalb der Presse gefahren ist bei den Erfolgen. Nein. Irgendwann muss das ja BMW mitbekommen haben. Ja, aber das, es war dann so, die haben das mitbekommen, das ist wohlwollend gebilligt worden, dass der Roche da seine Hand im Spiel hat, dass da auch Mechaniker dabei sind. Aber es war nicht so, dass man dann gesagt hat, okay, wir tun da noch was dazu. Weiß ich, ob jetzt finanziell ein einziges Mal, da kann ich mich erinnern, haben sie uns einen Motor revidiert. Also das heißt, haben sie uns, wir durften den Motor ins Werk bringen, ja. Und da hat der Roche mit seinen Leuten den Motor revidiert. Bei Licht dran gearbeitet. Ja, ja. Also, so ungefähr. Tolle Unterstützung eigentlich. Ne? Aber der, ich glaube, der Roche war einfach so über, stand so über den Dingen und war so wichtig für BMW, da kann man sich wahrscheinlich dann mehr erlauben als, ja, als andere, also, die tagsüber dann schlafen. Der Roche war eine absolute Lichtfigur, ja, bei BMW.